Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme vom Darewolf. Akkas 3 RTTC-Projekt. Hier mit der lieben Lucenny. Hallo. Und mit dem Zulance. Ja, danke. Darewolf. Ja, jetzt mal. Ja, wir haben da gerade drüber geredet. Mach mich nicht. Ja, das ist okay. So, ich möchte gerne die Steel Powered Flight Quest durchmachen. Und da brauchen wir ein Steel Working and You. Und dafür brauchen wir, glaube ich, einfach nur ein Buch. Genau, oder ein Materials and You kann ich auch einfach übergießen. Mach ich das so? Nein! 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 Oh, Glück gehabt. Was denn? Ja, ich habe schon wieder Syrup Bricks gießen lassen, weil ich aus Versehen den Hebel nicht umgelegt habe. Oh. Ja, die Kiste mit Syrup Bricks ist bald voll. So. Dann wollen wir mal. Das haben wir jetzt. So, und ich werde jetzt erstmal hier überall die Barrels aufstellen. Für die Felder. 1, 2 und dann eben Barrel. Gut. Gott. Was wollen wir denn anpflanzen? Kannst du eine Quest jetzt abgeben? Jetzt. Aber ich würde warten, weil du kriegst gleich noch mehr Quests, die du abgeben kannst. Welche Quest? Stil, oder? Ja. Ja. So, dann ein Train. Das Ding. Dann einfache Bricks und ein Duct. Ducktails. Duct. Oh, verdammt, jetzt habe ich noch einen Controller gebaut. Egal. Und. So, bitte einmal die Scorch Bricks nehmen als Reward und Delorium. So. Warte, ganz kurz. Was soll ich jetzt nehmen? Delorium, beide Male. Das eine Mal Delorium, das andere die Scorch Bricks. So, das brauchen wir noch nicht. Das ist auch gut. Ja, gut. Also ich bin jetzt soweit mit dem Quest fertig. Wollen wir jetzt angucken, wie das Teil nochmal funktioniert. Genau, 3x3 und in der Mitte hohl war das, oder? Ja, den Tank, den baue ich jetzt mal nicht, das ist ja mehr oder weniger egal. So. Jo, passt. Gut. Das heißt, ich brauche den Controller. Hier für dich. Drain. Dann hier. Und hier. Brauche ich auch nicht. Das Ding brauche ich auch nicht. So, ich habe 2x Good Backpack. Ich habe 3x. Gold Nixon habe ich bekommen. Und Copper. Pale Oster. Geil. Wozu brauchen wir? Da können wir uns auch mal drum kümmern. Goldene Nixon. Ein was? Wow, eine Lederrüstung. Ich bin ja geflasht. Der verzauberte Leben. Ja, guck mal auf die Werte. Verzauberte. Protection 5. Kann man runter verzaubern und woanders drauf verzaubern. Theoretisch. So, wo soll ich den High Oven aufstellen? Auch erstmal hier mit? Dann machen wir hier einfach unsere Testing Area draus. Ja, können wir machen. Irgendwann brauchen wir hier zwar noch ein bisschen mehr Platz, aber theoretisch können wir auch einfach dicht an dicht bauen. Ja, müssen wir dann gucken. Ich hab schon wieder Butterfische, ey, ich kotz. Von Fischen, ey. Wenn ich nur einmal Fische bekomme, dann fange ich das Kotzen an. So, wolltest du mal ganz kurz mit herkommen? Klar. Dass wir mal den Heilofen aufbauen. Mhm. Ach verdammt, da brauchen wir glaube ich Charcoal. Da kann man glaube ich keine normale Kohle benutzen. Ich hoffe, man kann normale Kohle benutzen. So, 10 Stück von denen brauche ich. Das ist dieser Ofen, wo du auch Glas drumherum bauen kannst? Nein. Dann brauche ich noch eine Ingot-Cast-Form. Ja, damit. So, Zero Brick können jetzt erstmal warten. Muss mir nochmal eine neue fertig machen. Okay. So, ach, du kannst mir nochmal einen Gefallen tun. Welches? Mir nochmal einen Hopper besorgen. Hopper, hast du denn gemacht oder irgendwo?
hinten bei der nee, die Limestone-Anlage lassen wir lieber erstmal so stehen. Ja, da muss ich ja noch machen. Ja. Ein Hopper. So. So soll's so sein. Eisen. Eisen, Scheißen. Eisen. Total unauffällig. Ich weiß, der ist viel zu unauffällig gewesen. Hui. Wollen wir gleich... Ach, ich baue gleich alle hier hin. So, 44 durch 3, durch 8 muss ich... Hier ist ein Hopper. Als 5 Layers kriege ich noch hin. Kannst du mir nochmal 4 Scorch Bricks bringen? Wo sind die denn? Ja, da hinten in der Kiste. Hopper habe ich übrigens unter den Table gesetzt. Okay, danke. Ach verdammt, jetzt habe ich nicht gesagt, eine Kiste. Wie viel soll ich da machen? Hast du noch welche? Was denn? Scorch Bricks. Oder kannst du welche abgeben? Guck mal ins Questbook nicht, dass du da noch eine Quest abgeben kannst. Ich dachte, du hast welche gemacht. Nein, hast du questmäßig, hast du da welche bekommen? Ja, ich hab dir doch schon längst zugeworfen. Gut, und jetzt bitte noch 5 machen. Die machst du genauso wie die Syrup Bricks. Die Scorch Bricks liegen im Dingsens drin. Ja, die wollte ich doch gerade machen, aber du sagst, nein, geh da nicht hin. Ich hab nicht gesagt, geh da nicht hin, ich hab nur gesagt, warte. Und wie viel soll ich machen davon? 5. Jetzt habe ich dir mal ein Stack gemacht. Dann baue ich den Ofen halt noch höher. War ein Scherz, ich habe nur 5. Schade. Ich hätte den Ofen noch höher gemacht. So. Komm gleich, ich muss mal ganz kurz gucken. Geht das mit jeder Kohle? Zucker? Haben wir genug? Ich bin gerade mal am Überlegen. Scheiße, der muss glaube ich mit. Ja, der muss mit Charcoal angetrieben werden, wenn mich nicht alles täuscht. Das wäre scheiße. Wir brauchen Zucker. Geht so. Gunpowder und Kohle. Das müsste, glaube ich, das Beste sein. Egal, ich war. Gunpowder, wie viel brauchst du? Weiß vielleicht, was heißt Dissipation nochmal? Das weiß ich nicht. Ganz kurz googeln machen. Wenn du willst, kannst du dich einfach mit dem Hochstecken und oben das Ding zumachen. Mit was soll ich mich hochstecken? Mit Kacke? Kobbel, beispielsweise. Ja. Late. Dissipation, was heißt das nochmal? War das Verbrauch? Wenn ich vorstellen, dass Powder dann das wenigste ist. Du hast gerade 5 Stück. 1, 2, 3, 4. Verschwendung. Warum 5? Ah, gut, das heißt. Ganz oben komplett zumachen. Du musst sie komplett dicht machen. Okay, ist dicht. So, das heißt, Gunpowder brauchen wir. Bone Meal. Und. Gut, Sand nehmen wir einfach. Den Rest haben wir nicht. Bone Meal. Haben wir mehr als genug? Nur ich brauche noch mehr, weil ich gleich ein bisschen mehr schmelzen möchte gerne. Ah ne, Bone Meal geht glaube ich nicht als Block, oder? Tomaten. Strawberry. Nee, Bone Meal, was habe ich noch gesagt? Weiß ich nicht mehr. Onion. Bone Meal, Gunpowder und Sand. Funktioniert denn jetzt? Ja, er läuft auf jeden Fall schon mal. Ich bin am überlegen, ob ich den noch höher mache, dann können wir noch mehr gleichzeitig schmelzen. Und ich bin echt am überlegen, Acorn Seeds, das Acorn haben wir schon angepflanzt. Ich kann übrigens auch mit. Was ist nochmal Re? Ja, was? R-Y-E. Leg mal nach ganz unten den Dings. Unten rechts. Rye ist das Ingwer? Weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, was das da ist. Das da. Das weiß ich, das weiß ich. Was ist? Das da. So,
jetzt noch ein bisschen Sand. Dann kann ich das Eisen, was wir nicht besitzen, einschmelzen zu Stahl. Verdammt, habe ich gar nicht dran gedacht. Wie viele Felder haben wir noch hinten genau? 1, 2, 3. Sojabohnen brauchen wir ohne Ende, das weißt du ja. Ja, weiß ich. Hä? Wo ist es? Hä? Tobi? Was? Sag bloß, du hast die ganze Bohnenmehl mitgenommen. Ja, muss hier Bones wieder klein machen. Kannst du so machen, brauchen wir nicht mal einen Pulverizer, haben wir so viel von. So. Ich brauch nur einen Stack. Gunpowder. Bone Meal und Sand unten. So. Glaube ich, hier zu viel Stahl, aber kann man eigentlich nie zu viel machen. So. Ich habe jetzt nur unser gesamtes Eisen drauf gehen lassen, also nicht wundern. Ich mache nachher nochmal wieder neues. Wir haben ja jetzt die Siebanlage. Ja. So, jetzt ist die Frage, funktioniert das auch mit Kohle oder brauchen wir da wirklich Char? Hier setze ich da Reis ein. Sonst habe ich ein Problem. Ja, es funktioniert nämlich nur mit Charcoal. Verdammt. Mal ein bisschen was zwischenschieben gerade. Und ich brauche eine neue Hoe. Ich brauche eine neue Hoe. Meine alte ist kaputt gegangen. Ey, wie hast du das hingekriegt? Ich habe Acker gemacht. Wie lange haben wir noch? Wir sind bei 11 Minuten. Ja gut, dann schaffe ich das noch. So. Dann brauchen wir jetzt mal eben 8 Bricks. Jetzt setzen wir mal auf Kohleverschwendung. So, dann brauche ich einen von den Frames. 3 Redstone. Aber wir müssen das hinten auch unbedingt mal durchlaufen lassen. Und dann wieder ein bisschen Redstone bekommen. Was will ich denn jetzt hier? Du weißt bei der automatischen Siebanlage. Ja. Okay. Merke ich mir. Gut so. So, dann jetzt noch ein Gold, 2 Kupfer. Oh, noch ein Redstone. Gut. So, wir sollen mal schnell herkommen. Ich hab noch mal wieder was. Ein neues Gerät. Der Gerät. Schneidet schweißfrei. Der Gerät schläft nie. Der Gerät hat keine Schmerzen. Der Gerät ist günstig. Ja. Ein Redstone-Furnace. Lass ihn ruhig fallen. Nein, will ich nicht. Wir müssen jetzt nämlich Holzkohle machen. Kohle, Kohle, Kohle. Verdammt, dann kommt man hier bald nicht. Ich kann ausbauen. Chili Pepper. Du musst unseren Keller schon ausbauen. Chili Pepper. Cool. Mal kurz den Ofen jetzt so. Und jetzt brauchen wir nämlich Charcoal. Das heißt, ich komme doch nicht drum rum, gleich noch Holz zusammen zu gehen. Verdammt. Wolltest du drum herum kommen? Einfach sagen, nein, hab keine Lust. Nee. So, 2 Charcoal, vielleicht kriege ich den damit schon mal angeheizt. So, und zwar bei diesem Hochofen ist es ein bisschen anders wie bei der normalen Smeltery. Und zwar, Jenny, kommst du auch her oder? Ich bin immer noch beim Feld. Ja, ich meine nur das ferntechnisch und so. Warte, kannst du mal wegbleiben? Ich will noch mal kurz was anderes zwischenschieben. So wie immer. Egal. So, da hau ich noch das ganze Zeug hier rein. So, 2 Diamanten. 6 Glas. Ach, fällt mir gerade ein, und übrigens, das was hier so steht hier, das ist das, was wir noch an für die Ignis Extruder alle brauchen. Also stackweise. Nur so nebenbei, falls sich da wer wundert.
Verdammt, ich hätte doch nicht das ganze Eisen rein tun dürfen. So, einen Block nehme ich mir nochmal wieder raus. Ich glaube, ich mache wirklich viel zu viel Stahl. So. So, das muss reichen. So, weil ich. Ich dürfte ja momentan wieder so sagen. Das ist ja schlimm. Ja, so ich möchte oder so. Jetzt nämlich gerne noch eine Diamantkiste machen und die Mobfalle damit ein bisschen entlasten. Weil die Kiste fast immer voll ist. Was pflanze ich da denn an? Was Essbares? Ja, mal was Neues. Fleisch oder so, Fleischblumen. Das wäre echt interessant. Kiste abreißen. Diese hier. Okay, vielleicht sollte man das nicht mit fast vollem Inventar machen. So, dann möchte ich meine Spitzhacke wieder haben. Das Holz. Eisen, den Builders Wand. Ding. So. Ach, hier sind 42 Gunpowder drin gelandet. Warum das dann? Onion? Das? Und Tomatoes. So. Dann mache ich hier mal Onions. Potato und Ledger bitte auch schon. Also. Ja, ja. Tomato. Also Tomaten und wie heißt das andere? Salat. Ja, Salat kommt jetzt als am nächsten Feld. Ja, aber davon brauchen wir ohne Ende. Tada. Ich glaube 50.000 müssen wir davon abgeben. Du Scheiße. Hat teilweise auch Vorteile, dass man so einige Sachen schon kennt. Aber wir kennen ja noch lange nicht alle Sachen. Mhm. Also von daher kann das noch so die ein oder andere Überraschung geben. Ja, ein oder andere. Pff, mein Spieler bekackt. Bitte lass nicht mein Spieler bekackt sein. Also noch nein, bist du im Game. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Funktionierst du nicht? Hä? Wen tut er? So, er hat Gunpowder drin. Er hat Bone Meal drin. Er hat Sand drin. Warum funktionierst du jetzt nicht? Es Sand regnet. Bone Meal? Macht keinen Unterschied. Sind nicht mit Block auf Gunpowder umgehen oder was? Hä? Ja, er ist kalt, also ein Klartext, er brennt nicht. Ich glaube, du brauchst Lava oder so, kann das sein? Nein, normalerweise mit dem Gunpowder, mit dem Charcoal heizt man ihn ja eigentlich auf. Ja, eigentlich. Dafür ist die ja eigentlich da, aber irgendwie. Eigentlich bin ich auch eine Frau. Das bist du auch. Hä? Dem Block of Iron nicht klar? Hä? Teufel. Ich verstehe das jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Toll, da muss Redstone rein. Ach so. Klasse. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weil sonst weiß ich auch nicht mehr. Dann muss ich nochmal gucken, wie wir das letztes Mal gemacht haben. Aber letztes Mal haben wir da auch keinen Redstone reingehauen. Zumindest ist nicht, dass du dich erinnern könntest. Nee, geht immer noch nicht. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich weiß.
Hey, ich habe jetzt genau so den Aufbau wie die auch. Und das funktioniert nicht. Hm. Cool, tschau. Blöd. Warum? Ich habe, glaube ich, rausgefunden, woran es lag. Was denn? Ich probiere es erstmal eben aus. Wenn es klappt, sage ich es. Ansonsten sage ich es nicht, weil es dann peinlich ist. Also? Es funktioniert ja noch nicht. Doch mal. An dem Regen liegt es nicht. Keine Angst. Davon bin ich überzeugt, dass er daran Licht liegt. Oh, dann da. Wo ich noch ein bisschen Baum hin, hol ich mir welche Bones. Kurz laufen. Ja. Daran hat's gelegen. Was war's? Redstone-Signal vergessen. Das Ding, das reagiert nur, wenn ein Redstone-Signal bekommt. Hui! Mal gucken, ob er back auf Tobi hat es herausbekommen. Tobi hat es herausbekommen. Ja, Gamer und so, pass auf. Hä? Ja, die Melodie. Ah! Oh, Mist! Das war jetzt keine Absicht. Ja, klar. Ich hab jetzt, oh, jetzt auch behauptet. Das ist aber ein Kinderschmarri, das ist doch nicht Gamer geschützt. Nee, warte. Selbst alle meine Entchen ist Gamer geschützt. Yep. Ach, das ist ja ein Scheiß. So, wie man jetzt sieht, er heizt sich jetzt so langsam auf, der Ofen. Wenn ich mich jetzt beeile, dann wird er nicht wieder kalt. 150 Grad und wir sind bei 22 Minuten. Ja. Nun? Wie, in 22 Minuten? Ja. Ernsthaft? Ja, gut, so. Auf jeden Fall, wenn das jetzt hier gleich durchgelaufen ist, irgendwann, dann trinke Stahl dabei rum. Und jetzt darfst du abmoderieren. Ja, du hast angefangen. Nein, du. Ich? Nein. Ja. Ich? Ja. Ah, gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt, auch wenn das jetzt eine kleine Überlängenfolge war und so weiter und so fort. Gebt einen Daumen hoch oder bewertet generell und kommentiert und so weiter. Schaut bei Jenny vorbei, schaut bei mir vorbei. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.